Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Ich habe schon ziemlich lange nicht mehr aufgenommen, weil ich habe in einem Anfall von Freude so viele Folgen aufgenommen, dass ich es einfach nicht aufnehmen musste. Jetzt habe ich mal ein bisschen meine Gegend und meine Gebiete angeschaut und muss sagen, wir stehen nicht schlecht da. Wir sind doch recht groß mittlerweile. Und uns fehlen nur noch diese läppischen britischen Kolonien hier. Plus, leider, muss ich dazu sagen, diese ganzen Kleinstaaten, diese indischen, die widersetzen sich da ein wenig meiner Einflussnahme, weil sie Vasallen sind von Großbritannien. Und das heißt, ich muss sie zuerst einmal von Großbritannien loseisen, in einem Krieg am besten. Und dieser Krieg scheint sich gerade anzubahnen. Wir haben nämlich einen Konflikt. Russland ist so zerrüttet, dass Polen versucht, sich unabhängig zu erklären. Italien hat das aufgegriffen und macht das jetzt, also und unterstützt die Polen. Und ich unterstütze die Polen natürlich mit. Nicht, weil ich was gegen Russland habe, also ich habe natürlich schon was gegen Russland. Aber weil klar sein wird, dass Großbritannien auf der russischen Seite kämpfen wird. Und Deutschland auf unserer. Und da Frankreich gerade selbst in einem Krieg ist, werden sie nicht mitmachen. Und wie wir alle wissen, die USA und Japan scheren sich nicht um die ganzen europäischen Probleme. Da Deutschland die weitaus stärkste Macht ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es zu einem Krieg kommen wird, weil alleine wenn Deutschland sich auf unsere Seite schlägt, ist Deutschland mächtiger als Großbritannien und Russland gemeinsam wahrscheinlich, ja, sogar sicher. Und nachdem ich auch mächtiger bin als Großbritannien und als Russland und auch Italien in der Größenordnung von Großbritannien ist, ist das wahrscheinlich ein ziemlich unfairer Kampf, mal abgesehen davon, dass Großbritannien wirklich, wirklich schlecht in dieser Art von Kriegen ist. Also ich nehme mal an, in so einem großen Krieg würden wir Indien vollständig besetzen. Ich würde dann im großen Krieg kosten diese ganzen Kriegsforderungen weniger Infamiepunkte. Das heißt, ich würde in diesem Krieg bevorzugt natürlich versuchen, Gebiete wie Hyderabad, also vor allem einmal Hyderabad, das ist ein Riesengebiet, das würde ich ganz gerne dann erobern. Bundelkhand, weiß ich nicht, ob ich Orissa mit reinnehme, das sind nur zwei Gebiete, aber ja, eigentlich schon auch. Orissa, Mysore. Also diese vier Gebiete wären echt wichtig, wenn wir freikriegen würden, weil die könnten wir nachher mit einem gratis Casus Belli gleich angreifen und in unser Reich integrieren. Das wäre schon sehr schön. Also wie schon gesagt, ich hoffe einfach, dass sich Großbritannien auf die Seite Russlands schlägt, dass Deutschland sich auf unsere Seite schlägt und dann Italien vielleicht noch irgendwas Lustiges verlangt. Das wäre schon was Schönes. Na gut, machen wir weiter. Ach ja, schau. Da ist Deutschland schon auf unserer Seite. Wow, ich hoffe nur Russland macht nicht einverstanden, bevor Großbritannien auf ihrer Seite ist. Das könnte nämlich schon sein. Das ist mir schon ziemlich mächtig nämlich. Ich hoffe, dass Russland überhaupt nicht friedlich ist. Ich will eigentlich diesen Krieg führen. Nicht eine friedliche Lösung. Aber Polen geben die nicht gerne her. Ach ja, was ich euch natürlich erzählen wollte, was vielleicht ganz interessant ist,
Bezüglich Victoria. Das war ja zu diesem Zeitpunkt auch die Königin von Großbritannien, also 1913 nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben. Aber zu Beginn des Spiels, das Spiel startet ja kurz vor der Krönung von Königin Victoria, die ja der längst dienende europäische Herrscher war, noch länger dienend als ihre Verwandte Königin Elisabeth II. Und das kommt am 28. September ein Film ins Kino über Königin Victoria. Nennt sich Victoria und Abdul, also für diejenigen, die es interessiert. Zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video hochgeladen wird, ist der Film eh schon im Kino. Also so gesehen braucht ihr auch nicht mehr warten. Geht einfach ins Kino. Ja. Judi Dench spielt die Victoria. Judi Dench ist schon ziemlich genial. Wir alle lieben Judi Dench. Okay, machen wir weiter. Schauen wir einfach, was passiert. Na, Startproduktion geht drauf. Gut. Sollte der Konflikt nicht zum Krieg führen, ist es vielleicht auch nicht so schlimm, weil. Und zwar deswegen, weil nächstes Jahr können wir den Briten so oder so den Krieg wieder erklären, ohne dass wir irgendwelche Mali haben. Es würde zwar dann mehr Infamiepunkte kosten, die einzelnen Staaten freizuschaufeln, aber es hätte den Vorteil, dass wir der Anführer des Krieges sind, nicht so wie jetzt Italien. Achso, vielleicht sollten wir auf Weiter drücken. 230 Tage noch. In Frankreich möchte durch uns durch. Wollen wir das gewähren? Na. Mit Frankreich muss ich nachher ja auch noch einen Krieg führen um Pondicherry. Komm schon. Großbritannien. Stell dich an die Seite deines Bündnispartners. Du kannst das. So, nicht mehr viel. Und dann haben wir die nächste Armee fertig. Und ich glaube, dann brauche ich gleich noch eine. Ja, in dem Krieg im Hund. Ich bin mir nicht sicher, ob da die kleinen Staaten mitmachen, wenn wir so einen Konflikt haben. Achso. Ich bin so dumm. Ich habe nur auf Pause gedrückt. Ist eh klar, dass da nichts weitergeht. Klar, dass ich so viele Folgen brauche, wenn ich ständig auf Pause gedrückt habe. Herrschen zwar diese Nationalisten, aber irgendwie. Lösen sie sich nicht von Großbritannien, das ist ein bisschen ärgerlich. Yay! Fabrikdurchsatzeffizienz steigt um 5%. Spitzenmäßig. Oh. China hat die Reserven mobilisiert, die führen also auch einen Krieg. Der Schlammmarsch, ein Frauenwahlrecht. Wir mögen die Vasallen. Sollen die doch an die Macht kommen? Flugblattkampagne, wir haben die gesamte Stadt abgedeckt. Ich und die Mädels haben uns an die Kreuzung von Main Street und Third Street getroffen. Dann haben wir uns aufgeteilt und versucht, die Flugblätter jeweils in einem oder zwei Blöcken zu verteilen. Es war harte Arbeit, aber es hat Spaß gemacht. Indische Suffragetten haben in einem unserer Staaten eine Flugblattkampagne durchgeführt, um die Öffentlichkeit auf ihre Sache aufmerksam zu machen. Überall in der Stadt kann man Frauen mit Plakaten sehen, Flugblätter zur Unterstützung der Frauenrechtsbewegung verteilen.
Es geht um Eigentum, Heirat, Wahlrecht und andere Themen. Das sind Dinge, die nicht einmal jetzt in Indien frei sind. Wieso sollte ich sie also im Jahr 1913 freigeben? Ich weiß nicht, was die Anwohner von diesem Vermüllung halten werden. Lebt dort nicht mindestens ein Parlamentsmitglied? Ah, wir können hier. Oh, wir können Frauenwahlrecht verfügen. Was macht das? Wir verlieren zwei Kriegs mit Infamie, wäre mir lieber, wenn wir verlieren würden. Das machen wir nur im Krieg dann. Wann können wir das machen? Sondern zu treffen. Mindestens 15% ohne politische Reformen oder Wahlrecht ist universal. Ah, deswegen wollen wir jetzt genügend Liberale im Oberhaus haben. Gut. Ich will nicht nach Südbengalen, ich möchte die Diplomatie anschauen. Gasangriffsfähigkeit. Wir können jetzt Gasangriffe einsetzen. Ausgezeichnet. Das macht unsere Truppen noch einmal um einiges stärker. Schon Großbritannien, sei nicht faul, sei nicht feige, ich will nicht gegen Russland alleine einen Krieg führen. Das wäre ja fürchterlich. Es wäre vor allem nicht einmal ein großer Krieg. Du musst auf die Seite Russlands gehen, komm, geh auf die Seite Russlands. Hopsili, hopsili. So nicht. Ach ja, so schauen wir mal. Ägypten. Nein. Echt jetzt? Hat es ohne Krieg geschafft, dass Polen eine Kernprovinz kriegt? Das ist aber cool eigentlich. Eigentlich ist es sogar sehr cool, weil dadurch Russland noch schwächer wird. Ausgezeichnet. Das heißt, wenn wir jetzt Großbritannien den Krieg erklären, weil, ab wann können wir das? Ab 5. März ist vielleicht Russland nicht mehr bereit, ihnen zu helfen, weil wir einfach so super toll sind. Beziehungsweise mit etwas Glück macht Deutschland beim Krieg mit. Das ist sowieso etwas, worauf wir schauen müssen. 190, das ist mir wurscht, das ist mir auch egal. Das ist 200. Wir wollen schließlich gut Freund sein mit möglichst vielen anderen Staaten. Also wenn Deutschland helfen würde in dem Krieg, das wäre schon sehr cool. So, dann schauen wir mal nach. Wie schaut das aus mit den Fabriken? Oberschicht oder Unterschicht? Wir lassen die Oberschicht mehr Militanz kriegen.
weil das sind weit weniger. Hey, Fahrer ist jetzt eine Kernprovinz. Noch ein General verstorben. Ja, ganz hinten. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas Gescheites finden. Nein, da finden wir natürlich auch nichts auf Anhieb. Was ist das? Nein. Oh, na, der ist super. Charakdilon. Gebaut. Das. Japan hat uns das Tiefe da rausgeworfen. Na gut. Das werde ich, glaube ich, verkraften. So, warte mal, was war das? Shang-Chi-Klick akzeptiert den Friedensangebot von China. Bedingung an Shang-Chi-Klick. Okay. Ist das die Shang-Chi-Klick oder China oder das da? Ist okay. Indische Faschisten haben sich erhoben. Okay. Frechheit. Hat sie nichts Besseres zu tun? So, das ist die neue Armee, die wird sich gleich woanders hinstellen. Nein. So dumm. Hier noch Benares dann. Ah, da muss noch zwei sein. Ah, da ist einer. Und da ist die zweite. Na gut. Die sind wir mal los. Wer mag schon Faschisten? Ja, 1914. Bald ist es soweit. Das heißt, wir werden jetzt nochmal eine Truppe bauen. Eins, zwei, drei. Bist du irre? Vier. Jetzt alle aus unterschiedlichen Städten, das wäre wichtig. Dann werden sie schneller fertig. Gut, passt. Ist okay. Sollen wir auch auf 0% setzen. Okay, diese 21.000 sind wir auch los. Der Aufstand der Massen senkt unsere Kriegsermüdung um plus 10% Pluralität ausgezeichnet. Ja, das weißt du eh. Mit diesen 6000 Mann, was willst du mit denen machen? Oh. Wir könnten
Gutes, wir könnten Sachleistungen einführen, natürlich, damit wir noch schneller wachsen. Ausgezeichnete Idee. Okay. Der hat gerade noch Kriege. Die haben noch Kriege. Natürlich gib mir kein Prestige her, bist du irre? Hm, 5. März, gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich können wir den Krieg erklären. Und jetzt. Was für eine Kernprüfung. Achso, was hätten wir uns vielleicht vorher anschauen sollen. Assam ist noch dort auf der rechten Seite. Britischen Madras. Und Gujarat ist hier oben, Zentralindien, Orissa. Mysore, Travancore, Ceylon. Ceylon könnten wir versuchen. Aber ich glaube eher Assam ist ganz gut. Warte mal. Schauen wir mal. Machen wir mal nach Regionen. Das ist Madras. Mysore ist nur dieses Gebiet hier. Da haben wir Ceylon. Zirkas. Okay, das ist schon unseres. Das ist der Rabatt. Das ist Zentralindien, da auch noch. Mhm. Das sind alle Zentralindien. Das ist das gesamte Gebiet hier. Hm. Was ist das? Nagpur. Okay. Egal was wir versuchen zu erobern. Es wird sowieso nicht das gesamte Gebiet sein. Außer bei Assam natürlich. Aber wir sollten vielleicht eher Bevölkerung anschauen. Zentral sind 712.000, 729.000. Madras ist natürlich extrem viel, 1,9 Millionen. 2 Millionen. Puh, Madras wäre echt nicht schlecht. Mit 574.000 einer von den lächerlichsten. Oh, das ist Zirkas, nicht Madras. Madras, 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 ehrlich. Ich muss erst Zirkas erobern. Nicht so ganz sicher, ob ich das will. Vielleicht mach mal Zentralindien mal. Ach, jetzt habe ich nicht geschaut, ob meine Verbündeten mitmachen würden. Ach Gott. Ich muss jetzt rückgängig machen. Na, mache ich aber nicht. Wir hoffen einfach, dass die mitmachen und dass Italien auch mitmacht. Werden wir gleich sehen.
Russland ist natürlich auf ihrer Seite, ist eh klar. So, warte mal, wir müssen da ganz kurz was ändern. Vielleicht hätte ich nicht einfach so den Krieg erklären sollen, sondern schon auch noch schauen sollen, wie viel mich das kosten wird. So, ich fürchte, wir müssen die Steuern raufsetzen. Sonst können wir uns den Krieg nicht leisten. Und? Was mit Deutschland? Keine Waffenhilfe? Das natürlich. Okay, die denken noch wahrscheinlich. Dann kennen wir dieses Spielchen schon. Gegen Russland werden wir einfach Truppen an die Grenze stellen, um zu tun. Gut dahin. So, das sind die Rebellen dort. Die können mir eigentlich egal sein. Die geht nach Sitwe. Sitwe, da ist Sitwe. Du gehst nach Chittagong. Und du gehst mal da rein. 28.000 und 77.000 bist du da. Nicht schlecht, was der dann Truppen rumstehen hat. Du gehst mal daher und du gehst mal daher. Wir sollten nochmal diese drei Provinzen auf jeden Fall als erstes erobern, wenn geht. Da eigentlich noch irgendwelche Truppen? Nein, Gott sei Dank. Keine Deutschen. Ach Gott. Die haben noch Waffenruhe bis zum 11. März. Wieso haben die bis zum 11. März Waffenruhe? Also 1917 sogar. Verdammt. Das hätte ich denken müssen. Wo ist Italien? Haben die auch eine Waffenruhe? Ja. Grrr. Ich bin so ein Idiot und ich habe gehofft, dass mir die helfen werden im Krieg. Aber gar nichts werden sie tun. Das muss ich wieder alleine machen. Ärgerlich. Da rein, das ist gut. Da haben wir 11.000 Briten gefangen. So, wir müssen vor allem mal schauen, dass wir da irgendwie die Russen
einschlagen, dass sie nicht zu groß werden da an unserer Grenze. Beziehungsweise müssen sie wieder vielleicht reinkommen lassen, sogar ins Land, damit wir sie besser bekämpfen können. Schauen wir mal, was passiert. Die Schlacht von Mandvi, wo ist das? Ah, da, okay. Und da haben wir auch gewonnen. Was war das? Achso. Belagerung von Nasik verloren. Wo ist Nasik überhaupt? Oh, da diese 78.000 Mann. Die müssen wir aufpassen. Wie geht's noch immer nach Taschowutz? Okay, da müssen wir noch warten. Ah, da haben wir gewonnen. Schauen wir da mal möglichst. Nein, 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 du gehst daher. Das ist ja schrecklich. Wo kommen die 47.000? Wieso haben die plötzlich 47.000 Mann da? Sagst du mir das? Woher nehmen die die? Immerhin haben wir Gasangriff und sie nicht. Gut, warte mal. Das heißt aber. Dann geht's mal daher. Hier geht's nicht daher, sondern. Daher. Da. Ausgezeichnet sieht man hier mal hier vorne. Belagerung gewonnen. Ja, diese Armee da, das wird ein ziemlicher Brocken, dass wir die besiegen. So, was machen wir mit dir? Unterstützt die dort. Okay. Achso, was ist da? Aschkabat gewonnen. Wo sind da die Russen? Die sind so feig, die sollen näher kommen. Ja, du bleibst einfach da stehen und aus. Und du gehst daher, weil dann kannst du ihn unterstützen. Und du gehst daher, weil dann kannst du dich da. Dann kannst du da mithelfen.
Ich fürchte, die werden da einfach meine Kolonien dann erobern. Aber interessanterweise hat sich noch keiner darüber hergemacht. So, diesen Kampf gewinnen wir. Ausgezeichnet. Gott sei Dank ist Hyderabad mehr damit beschäftigt, meine Gebiete zu erobern, als ihren Freunden aus Mysore zu helfen. Das ist ausgezeichnet. Hey, Prestige. Das ist gut, das machen wir. Gehen wir mal da rein. Ist okay. Was ist mit den russischen Truppen? Wann kommen die? Woher kommen die? Wo gehen die hin? Fürchterlich. Mag ich nicht. Ausgezeichnet. So, wir sollten für heute wieder Schluss machen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sie haben sogar gleich viel verloren wie ich in dieser Schlacht. Das ist zwar grundsätzlich nicht so gut, aber nach Hoshangabad. Alle. Bis auf du. Du bleibst nämlich hier. Und du. Du gehst daher. Ja, okay. Es passt. Ah, sehr gut, da geht noch mehr. Kommt da rein mit etwas Glück. Ah, bleib du da. Gehst du daher. Okay. Wie schon gesagt, Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.